Es muss nicht immer alles neu sein. Heute waren wir in Straßburg unterwegs und haben auf Flohmärkten nach Wohnmobil-Equipment gesucht. Wir sind ja mit dem Zug hier nach Straßburg angereist und haben deswegen nicht alles mitnehmen können, was man so braucht. Also zum Beispiel Teller, Bettwäsche, Decken, Polster, Besteck, Töpfe und so weiter und so fort. Und genau das haben wir eben heute geschafft, beziehungsweise Dinge davon zu beschaffen. Das heißt, wir waren unterwegs und haben uns Teller besorgt und Schüsseln. Und das, wie schon erwähnt, nicht einfach irgendwo in ein Geschäft gegangen und gekauft, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit, so unter Anführungszeichen, haben wir auf Flohmärkten nach Tellern gesucht. Einerseits waren wir in der Altstadt von Straßburg und haben da nach Tellern Ausschau gehalten, denn dort war ein Flohmarkt, aber eigentlich nichts gefunden. Und dann haben wir einen Tipp bekommen, dass wir in südöstliche Richtung von Straßburg fahren sollen, denn da gibt es von Emaus, oder wie man das immer ausspricht, so einen riesen Flohmarkt, ich glaube sogar fast jeden Samstag, so in Hallen, wo jetzt in verschiedenen Hallen Möbel sind. In der anderen Halle gibt es Gewand, Schuhe, Elektrogeräte, natürlich alles eher nicht so richtig unglaublich neu, weil natürlich Flohmarkt und so, aber es hat auch eine eigene Halle gegeben, mit der oder in der man einfach altes oder gebrauchtes, teilweise auch neues Geschirr kaufen konnte. Und das zu einem wirklich sehr, sehr spannenden Preis. Also teilweise waren hier Schüsseln um 50 Cent zu haben, aber der Gedanke, wie gesagt, ist hier jetzt nicht in erster Linie jetzt Geld zu sparen, sondern wirklich, ja, Dinge, die man einfach noch verwenden kann, eben gebraucht zu kaufen. Und das haben wir geschafft. Also wir waren unterwegs und haben uns in Straßburg gebrauchtes Besteck, beziehungsweise eigentlich jetzt nur gebrauchte Teller und Schüsseln gekauft. Die haben wir aktuell drüben in der Küche gerade geschrubbt und gewaschen. Und das wird dann das sein, was wir in das Wohnmobil mitnehmen werden. Also ein kleines Update, wenn man so möchte. Es muss nicht immer alles neu sein. Man kann auch, ja, einfach einmal in der Stadt, in der man ist, herumschauen, schauen, was es für Möglichkeiten gibt und diese Möglichkeiten nutzen. Und genau deshalb sind wir auch hier. Also jetzt in Straßburg, damit wir diese 3 Wochen vorher A nutzen können, um die Stadt kennenzulernen und nicht so touristisch von einem Hotspot zum nächsten springen, sondern wirklich mit den Leuten hier leben und eben solche Dinge wie Flohmärkte auch wirklich auskosten. Also das ist wirklich so der Plan, diese 3 Wochen hier in der Stadt, in Straßburg leben und so viel wie möglich vom Leben in der Stadt mitbekommen. Etwas, das wir leider nicht geschafft haben, ist, dass wir für unseren Kleinen Lego-Technik besorgen. Wir haben uns gedacht, ja, vielleicht gibt es auf dem Flohmarkt Lego-Technik, dass wir das Spielzeug, das er schon mit hat, einfach vielleicht ein wenig erweitern können. Aber leider in der Altstadt nicht und auch bei diesem großen Flohmarkt hatten wir kein Glück und haben leider kein Lego-Technik gefunden.